Okay, alles klärchen. Wenn wir hier jetzt anscheinend die Nummer 7 sehen sollten, dann. Hä, dann ist man farbenblind, Digga? Hä, aber ich sehe die 7. Moment, was? Jo, was haben Leute? Herzlich willkommen zu diesem Video und ihr wisst Bescheid. Heute gibt es mal wieder einen Test. Ihr seid wieder back bei Test Marquis Channel. Hello, my name is Test Marquis Espanole. Das hat immer wieder gar keinen Sinn gemacht. Letztendlich haben mir einige von euch einen Test zugeschickt, denn es gibt einen Test, auf dem man einfach ganz easy testen kann. Yo, bin ich farbenblind oder wie gut kann ich Farben tatsächlich erkennen? Wie gut sind meine Augen? Und das werden wir heute mal gemeinsam machen. Denn, Ladies und Gentlemen, wir befinden uns hier mal wieder auf einer Seite, die N-Chroma heißt. Und wir sehen hier schon, Welcome to the N-Chroma Colorblind Test Start Test. Das heißt, wir werden jetzt gleich einen wunderschönen Test machen. Und wir alle zusammen werden herausfinden, wie gut wir Farben sehen können und ob wir farbenblind sind. Aber Moment mal, da öffnet sich ein neuer Tab. Und oh mein Gott, was ist denn das für ein wunderschöner Channel, Marki? Was? Da muss ich auf jeden Fall mal draufklicken und direkt einfach mal ein kostenloses Abo lassen. Dieser Channel sieht einfach viel zu gut aus. Aber nein, Spaß beiseite, Leute. Uns fehlen nur noch 2000 Abos und damit die 900.000. Road to 1 Million Abonnenten ist so crazy real. So, und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wir klicken dazu nämlich Start the Test. Und jetzt sollte es auch schon hier losgehen. Wir haben jetzt hier ein paar Optionen. Instructions, keine Ahnung. Klicken wir mal auf die Instructions. Yep. Ich kenne eine Person, die sich das jetzt nicht durchlesen wird. Let's go Start Test und hier seht ihr schon, wie das Ganze ablaufen wird. Wir sehen nämlich hier jetzt einen grünen Kreis und hier drin ist eine 1 versteckt. Und wir müssen jetzt immer die Zahlen erkennen, denn Farbenblinde können die Zahlen da drin nicht sehen. Wir fangen jetzt hier ganz easy an. Das ist die 1, klicken drauf und das müsste der erste Punkt sein. Wir sehen erst am Schluss, ob alles richtig ist, aber also komm schon, das muss richtig sein. Wir gehen aber direkt über zum zweiten Punkt hier und dieses Mal sehen wir eine 8. Ganz klar, ist auch mal wieder easy. Leute, wie gesagt, ihr könnt einfach in die Kommentare schreiben, was ihr seht. Oder wenn ihr was anderes seht, dann schreibt einfach, yo, Mark hinein. Das war zum Beispiel eine 4 hier bei 2 Minuten 20. Schreibt es mir in die Kommentare, falls die aktiviert sind. Aber gut, wie gesagt, das ist jetzt eine 8. Da klicken wir einfach mal drauf und jetzt haben wir den zweiten Punkt. Und jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger, denn jetzt gehen wir in eine schwarz-lila Version. Ich weiß nicht so ganz, keine Ahnung. Letztendlich haben wir hier jetzt wieder eine Zahl, die eine 9 ist. Da bin ich mir aber auch wieder ziemlich sicher, dass das eine 9 ist, denn Mathematik ist die Mathematik. Klicken auf die 9, gehen weiter und haben hier jetzt eine 6, die auch mal wieder ganz simpel sein sollte. Ich denke mal, ihr werdet hier noch keine Schwierigkeiten haben. Wir gehen jetzt hier weiter zu einer 1. Das Ganze wird immer, wie gesagt, von Zahl zu Zahl schwieriger. Klicken auf die 1 und jetzt wird es tatsächlich schon ein bisschen, ja, also ich sehe es immer noch deutlich, aber ich merke, langsam gehen wir hier ein bisschen nach oben bei diesem Test. Hä? Denn hier sehen wir jetzt eine 8, die wir auch wieder anklicken. Wie gesagt, macht einfach mit, schaut euch das an. Und jetzt haben wir eine 1, auch wieder komplett easy, Bro. Wir klicken da drauf und das hier ist eine, yo, doch, das ist eine 6. Doch, das ist eine 6. Klicken hier auch wieder drauf, meine Freunde. Dann haben wir als nächstes eine 1. Und klicken jetzt hier auf diese 1. Und dann haben wir eine 2. Eine wunderschöne 2. Wir klicken auf die 2. Und das ist jetzt langsam wirklich schwer, denn ich weiß jetzt nicht ganz genau. Das ist, glaube ich, eine 7. Das ist eine... Ist das eine 7, Leute? Also, wenn ich jetzt mal mit der Maus rüberfahren kann, dann zeige ich euch das hier, falls es jemand nicht sehen sollte. Hier müsste genau eine 7 abgebildet sein. Sieht für mich so aus. Hab zuerst überlegt, könnte da irgendwie eine 1 sein oder sonstiges. Nein, für mich ist es, wie gesagt, hier diese umrandete 7. Deswegen machen wir da auch mal wieder weiter auf Entspannt-Basis. Ich hoffe mal, das war richtig. Das ist jetzt wieder ein kleines bisschen leichter, denn hier sehe ich eigentlich direkt eine 5. Ich zeige das euch mal wieder hier, falls das jemand nicht sehen sollte. Einfach fahre ich einmal außen rum. Zack, zack, zack. Hier, da müssten wir die 5 dann hier drin haben. Deswegen wählen wir diese auch mal direkt aus. Und jetzt haben wir eine 4, die absolut krank deutlich zu sehen ist. Oder sehe ich einfach Lila extrem gut? Deswegen wählen wir hier mal die 4 aus. Ich bin so gespannt. Also ich hoffe mal, ich bin jetzt nicht farbenblind und sehr... Oh mein Gott, okay, das ist schwer. Bro. Oh mein Gott, was ist denn das für eine Zahl? Okay, ich habe auf den allerersten Blick wieder eine 2 gesehen, aber umso länger man da so einfach reinschaut, umso mehr verschwindet die Zahl. Aber ich habe hier ungefähr, habe ich eine 2 erkennen können direkt am Anfang. Ich sehe die eigentlich auch immer noch, Leute. Wie gesagt, wenn ich bei irgendwas falsch liege oder wenn ihr einfach was anderes seht, schreibt es direkt in die Kommentare. Aber ich würde hier jetzt einfach mal wieder direkt die 2 auswählen. Und jetzt haben wir wieder ein Lilanes. Die Lilanes sehe ich persönlich extrem stark. Ich weiß nicht, ob das an mir persönlich liegt oder ob das bei jedem so ist. Aber hier sehe ich Easiness eine 6, die einfach hier eingekreist ist. Oh mein Gott, okay, was ist das?
Ist das eine 1? Stell euch einfach mal vor, ich sag das hier so die ganze Zeit und ihr guckt das an und ihr seht ganz andere Zahlen und ich lieg komplett falsch und bin einfach farblind AF. Bruder, dann ist es aber schon echt ein bisschen spät. Ich habe noch ein paar Brötchen im Ofen. Aber hier, wie gesagt, klicke ich jetzt mal die 1 an. Jetzt als nächstes haben wir eine 4, die hier wieder ganz deutlich zu erkennen ist. Die wählen wir auch gleich wieder aus. Ich habe hier zuerst einfach nur eine 0 gesehen, aber das geht hier unten weiter und wir haben noch eine 9. Weil eine 0 gibt es auch gar nicht zu auswählen. Supermarkt. Da hättest du mal auf jeden Fall die 0 genommen. Das wäre eine super Antwort. Das ist dann die 9, ganz klar. Jetzt kommen wir weiter zu einer 5. Also wirklich, diese Linien, den sehe ich so unnormal krass. Wirklich, das interessiert mich, ob ihr das auch so seht. Aber das ist eine 5. Jetzt haben wir hier eine 1. Das ist wieder lila. Das ist extrem leicht zu sehen für mich. Deswegen gehen wir hier auf die 1. Und jetzt haben wir hier eine 7 oder eine 1, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist wieder eine 7 hier. Gehen auf die 7. Wir kommen schon zum Endspurt, wie wir hier oben sehen. Das war zuerst, habe ich wieder die 0 gesehen, aber das ist eine 9. Ganz easy im Endeffekt. Und wir haben den Test ausgeführt. Jetzt gucken wir mal, Ladies and Gentlemen. Normal Color Vision. Also alle, die genau gleich getippt haben wie ich, ihr habt eine ganz normale Color Vision. Das heißt, wir sehen ganz normal die Farben, aber wir haben erst einen Test von 2 gemacht. Deswegen sollten wir uns jetzt eindeutig noch um den zweiten kümmern. So, als nächstes haben wir nämlich hier jetzt einen kleinen Test und die Beschreibung hier unter dem Bild steht, wenn du eine 7 siehst, bist du farbenblind. Digga, ich sehe aber eine 7. Hä? Moment, nein, Moment mal. Das kann nicht sein. Also ich glaube, das ist jetzt Bullshit. Nee, wir gehen nochmal zum nächsten. Aber Ladies and Gentlemen, wir sind jetzt noch bei einem nochmal richtigen Test gelandet. Also der war auch nicht offiziell oder so. Letztendlich kommen wir hier jetzt nochmal zu einem Rätsel. Was heißt, wir müssen immer quasi hier eine kleine Öffnung finden von diesem Ring und auf diese Öffnung klicken und dann, wenn wir diese angeklickt haben oder wenn wir alle 14 Bilder schaffen, sind wir nicht farbenblind. Ich klicke hier direkt mal auf die allererste Lücke und wir gehen weiter zu Bild 2. Das geht jetzt ganz schnell. Hier haben wir nämlich jetzt als nächstes die Lücke hier unten. Ich fahre da immer mit meiner Maus hin, falls das, wie gesagt, einer von euch nicht sehen sollte. Und deswegen klicken wir da drauf und von Bild zu Bild wird das Ganze wieder schwieriger. Deswegen einfach fokussieren, Leute. Focus, stay focused. Always look at the circle, it's very important, man. Da als nächstes haben wir die Lücke wieder hier links. Jetzt haben wir eine Lücke, die hier unten ist. Ihr merkt schon, die Farben verblassen immer mehr und immer mehr. Von Bild zu Bild wird es schwieriger. Und da haben wir jetzt hier die Lücke. Wir schauen wieder weiter. Hier würde ich sagen, ist die Lücke wahrscheinlich eine Lücke. Hier würde ich sagen, ist die Lücke hier oben. Als nächstes, oh, es wird tatsächlich immer schwieriger, ist die Lücke hier. Oh, okay, jetzt muss ich meine Augen langsam anstrengen. Leute, wenn ihr einfach nur random reinschaut, wird das schon ein bisschen so weird. Aber hier haben wir jetzt wieder eine Lücke, die hier unten angezeigt wird. Jetzt, ey, die Lücken werden immer irgendwie kleiner, kann das sein? Ja, okay, aber hier ist die Lücke. Also ich habe die Lücke trotzdem gefunden. Hier klicken wir mal wieder hin. Okay, jetzt die Farbtöne werden immer mehr zu diesen Grüntonen, damit man es gar nicht mehr sieht. Hier ist das Ganze jetzt hier offen. Als nächstes haben wir eine Lücke, die, ich denke mal, hier ist. Oh mein Gott, okay, was ist das? Ladies and Gentlemen, ich sehe absolut nur noch fast die gleiche Farbe. Ich sehe fast keinen Unterschied. Also, ich will ja nichts sagen, aber ich sehe, wie gesagt, wirklich fast keinen Unterschied. Deswegen, ich kann hier unten ein bisschen erkennen, dass hier mehr grün ist als hier oben. Also, das sieht alles noch wie so ein Ring aus. Deswegen wählen wir das mal aus und jetzt bin ich gleich wirklich komplett raus. Yay, Spaghetti de Bolognese. Ich würde mal sagen, dass wir hier eine Lücke... Oh mein Gott, ich habe aus Versehen draufgeklickt. Nein, ich habe draufgeklickt. Ich wollte da nicht draufklicken. Oh mein Gott, okay, jetzt habe ich irgendwas angeklickt. Oh mein Gott, jetzt habe ich leider nicht bestanden, deswegen... Egal, die Lücke ist auf jeden Fall hier unten gerade. Und hier... Oh mein Gott, das ist echt schwer. Aber ich würde sagen, die Lücke ist hier oben. Da sehe ich nämlich nur grün. Alter, ich sehe gar nichts mehr. Was ist denn das jetzt? Okay, jetzt sehe ich wirklich nichts mehr. Also, Ladies and Gentlemen, ich sehe wirklich keinen Ring mehr. Wo ist denn hier eine Lücke? Ich glaube, dass hier ein Ring ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der ist hier und hier ist die Lücke. Aber ich weiß es nicht. Ich klicke jetzt mal hier rein und jetzt sehen wir unser Ergebnis. Das war das allerletzte. Und unser Ergebnis ist Diagnosis Normal Color Vision. Test Result. The Red Green Images 14 von 14. Das heißt, diese wunderbare Dame hat uns gesagt, yo ey,
Du hast die Tester bestanden. Herzliche Glückwünsche. Ja, Leute, also alle, die das gleiche wie ich geschätzt haben, ich kann euch beruhigen, ihr seid nicht farbenblind. Ihr seht alle Farben ganz normal. Wir haben hier unten noch einen Text stehen, irgendwie die Color Light Glasses will significantly improve your color vision. Also wenn wir diese Brillen kaufen würden, dann würden wir mehr Farben sehen. Aber das brauchen wir nicht, denn wie gesagt, Leute, wir sind nicht farbenblind. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und dann wie immer kostenlos abonnieren. Falls ihr neu seid, macht ihr nur noch was K-Folgen. Hier geht es noch zum letzten Video. Checkt das ab. Peace out. Ich bin raus. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wieso rede ich so komisch? Ich weiß es nicht. Das hier war es ja auch mal wieder gekommen, Leute, mit dem Video.